Hallo Leute, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich mit der Elektrolyse Kleinteile entroste. Der ganze Prozess eignet sich besonders für kleinere Teile. Ich habe zum Beispiel hier zöllige Schrauben am Defender und die kann ich natürlich nicht sandstrahlen, weil sonst das Gewinde teilweise kaputt gehen könnte. Und auch für andere kleine Blechteile eignet sich das gut, wenn man zum Beispiel was vergessen hat mitzubestellen. Also was braucht man für den ganzen Prozess? Zum einen braucht man ein kleines Labornetzteil. Wichtig ist dabei, dass das kurzschlussfest ist, weil es kann sein, dass man da ab und zu mal einen Kurzschluss erzeugt und da sollte das nicht gleich kaputt gehen. Dazu braucht man dann noch ein paar Laborkabel mit so Krokodilklemmen. Dann, um das Wasser etwas leitfähiger zu machen, benutzen wir hier Waschsoda. Das gibt es eigentlich in jedem Supermarkt. So eine Tüte kostet so um die 2 Euro. Dann braucht man Wasser in einer Schale. Dann braucht man noch eine Opferanode. Das ist jetzt einfach ein Stück Stahlschrott mit einem Kupferdraht dran gewickelt, dass man die Spannung hinterher in das Bad einleiten kann. Das wird sich mit der Zeit auflösen, demnach auch Stahlschrott. Ich habe gelesen, dass man hierbei keinen Edelstahl nehmen soll, weil bei der Reaktion wohl Chrom 6 entstehen kann, was ja bekanntlich giftig und krebserregend ist. Demnach habe ich hier normalen Stahlschrott genommen. Ich habe gelesen, dass man da wohl 30 Gramm pro Liter benutzen sollte. Beim Arbeiten mit dem Natriumcarbonat empfiehlt es sich natürlich auch noch Schutzbrille und einen Handschuh zu tragen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, weil das Zeug halt reizend ist. Jetzt kann man hier die Anoden einsetzen. In dem Fall jetzt einmal rechts und links vom Bauteil, was hinterher in der Mitte hängt. Und die beiden verbinde ich dann noch mit einem Kabel. Hier haben wir jetzt eine schöne dicke Schraube und die werden wir jetzt mal als Demonstrationsobjekt verwenden. Bevor ich jetzt die Schraube in das Bad reinhängen werde, muss man jetzt an den Stellen, wo der Draht an der Schraube anliegt, etwas den Rost entfernen mit einer Feile oder mit einem Schleifpapier, dass die vernünftig Kontakt hat, damit der Prozess auch funktioniert. Demnach werde ich jetzt noch ein bisschen Wasser auffüllen, wenn das überhaupt reicht. Bevor wir jetzt die Spannung anlegen, würde ich empfehlen, stellt das Netzteil irgendwie etwas erhöht hin, wenn euch hier irgendwas ausläuft, dass euch das Wasser nicht auf die 230 Volt Spannungsseite reinläuft, weil Wasser und Strom verträgt sich ja nicht unbedingt immer so gut miteinander. Also der Minuspol, die Kathode, ist unser Bauteil, was zu entrosten ist. Der Pluspol wird an unsere Anoden angeklemmt, die sind miteinander noch verbunden mit diesem Kabel. Am Anfang kann es sein, dass die Blasen nur ringsrum um den Draht aufsteigen und nicht ringsrum ums Bauteil. Da muss man meistens ein bisschen warten, bis sich der Rost gelöst hat, da wo der Draht ist. Und dann hat die ganze Schraube Kontakt und dann sprudelt auch ringsrum um das Bauteil. Fängt es dann an zu sprudeln. Ich werde den Prozess jetzt hier unterbrechen, weil das Wasser wird beim Prozess in seine Bestandteile zerlegt, also zum einen Sauerstoff und zum anderen Wasserstoff. Und das zusammen ergibt ja Knallgas. Sollte man vielleicht nicht unbedingt im Keller machen. Demnach werde ich jetzt nach draußen umziehen.
Die kostengünstigste Möglichkeit, sich so eine Elektrolyse zu Hause selber zu bauen, ist, wenn man einen alten Joghurtbecher und eine Konservendose nimmt. Somit hat man die Konservendose als Opferanode. Die wird in den Joghurtbecher eingesetzt. Und als Kathode legt man dann oben zum Beispiel einen großen Nagel drauf oder auch ein Stück Kupferdraht, um dann dort sein zu entrostendes Bauteil aufzuhängen. Nachdem man sein Bauteil aus der Elektrolyse herausgenommen hat, muss man noch den losen Rost mit einer Drahtbürste vorsichtig abbürsten und darunter kommt dann die metallisch reine Oberfläche zum Vorschein. Dadurch, dass diese Schraube extrem stark korrodiert war, ist natürlich jetzt die Oberfläche, die zum Vorschein kommt, relativ porig und uneben, aber das war natürlich nur ein Extrembeispiel, um das ganze Prinzip mal zu veranschaulichen. Was sind die Vorteile der Elektrolyse? Der Hauptvorteil, den ich sehe, ist, dass die Oberfläche entrostet wird, ohne gesundes Material abzutragen, wie es beim Sandstrahlen teilweise der Fall ist. Außerdem ist die Elektrolyse sehr kostengünstig. So ein Päckchen Waschsoda gibt es in jedem Supermarkt super günstig. Und der Aufwand der Elektrolyse ist super gering. Man kann das verrostete Bauteil einfach so ins Bad hängen, kann es rausholen, den Rost gleich wegbürsten und hat sein entrostetes Bauteil. Zu den Nachteilen zählt, dass es bei größeren Bauteilen relativ lange dauert, bis der Rost gelöst ist, im Gegensatz zum Sandstrahlen, wo man eigentlich relativ zügig vorankommt. Nach der Entrostung sollte man die Bauteile, die jetzt blank sind, natürlich vor neuem Rost schützen, zum Beispiel durch Lackieren. Ein weiteres Video zum Thema Entrosten habe ich dir hier verlinkt. Wenn dich das interessiert, einfach draufklicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.